Willkommen und hallo, Freunde der Gepflichtenunterhaltung, zu einer weiteren Folge ETS 2 auf der TSM-Map 6.0, die ja eigentlich für den Patch 1.17 gedacht ist. Wir spielen das Ganze aber mit dem Patch 1.18, sind ja auch schon in der letzten Folge ein Stückchen gefahren, und zwar von Hamburg bis nach Dänemark. Ja, unsere Tour endete erstmal hier vor der Mautschranke, weil in der letzten Folge wollte ich nicht mehr so knapp 200 Euro Maut bezahlen. Ich weiß ja, was da vorne mich gleich erwartet, wenn wir da durchfahren. Ja, unser Weg führt von Hamburg, das wir ja nun schon verlassen haben, nach Stockholm. Da war ich mich auch noch gar nicht. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefreut, als die Fracht angeboten wurde von Hamburg nach Stockholm. Ja, wir haben schon festgestellt, TSM-Map 6.0 läuft soweit, ohne Fehler. Kein Gehakel, kein Geruckel. Der neue oder der alte Teil haben sie sehr schön wieder überarbeitet, haben das wieder sehr gut angepasst. Jetzt hat man auch das Gefühl, man fährt nicht durch eine Einöde. Das hat mich immer besonders gestört, wenn ich aus Skandinavien eine Tour in die alte Karte von SCS gehabt habe. Das war schon sehr karg dann auf einmal. Aber jetzt der Übergang war wirklich nahtlos. Man hat es kaum gemerkt. Also sehr, sehr wenig gemerkt. Aber wir wollen mal sehen, was uns denn jetzt im skandinavischen Teil noch so erwartet. Denn wir wollen ja nach Stockholm. Das heißt, wir steigen in unseren Mercedes Actros Gigaspace. Lassen unsere Maschine mal an. Hauen den Gang auch rein. Machen die Bremse los. Ja, setzen unseren Blinker und freuen uns, dass wir da vorne gleich richtig Geld bezahlen dürfen. Wenn wir denn erstmal am Schlagbaum stehen. Ja. Lieber mal langsam ranrollen, ne? Dann wird man auch langsam 234 Euro los. Und dann mal wieder rauf mit uns auf die Piste. Lebensmüde Kraftfahrer hier. Unglaublich. So, machen wir den Tempomat mal an. Soll er uns mal auf 90 Stundenkilometer wieder beschleunigen, dass wir unsere Reisegeschwindigkeit wieder erreichen. Ja, was die Jungs von TSM denn jetzt vielleicht noch im skandinavischen Raum umgebaut haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich mir nicht richtig durchgelesen, gebe ich auch ehrlich zu. Ich wollte das Ganze nur erstmal richtig zocken jetzt, wie das halt so ist, ne? Wenn man vorher TSM-Map gespielt hat und dann kommt quasi für den Patch 1.17 das raus, war ich am Überlegen, na, patchte wieder zurück, habe ich mir gedacht, ach nö, probierst es einfach mal mit 1.18, ob es geht, und siehe da, es läuft. Aber was ich dann natürlich nicht mir noch angeguckt habe, ob die jetzt auch hier oben was verändert haben. Wobei, wenn sie es getan haben, kann das glaube ich nur so minimal gewesen sein. Ich gehe eigentlich mehr davon aus, dass sie es wahrscheinlich nicht getan haben, sondern nur den alten Teil angepasst haben, so dass er dann jetzt auch spielbar ist mit dem Skandinavien-Add-on. Und sind wir doch mal ehrlich, viel kann man hier in Skandinavien auch nicht verbessern, würde ich sagen. Da hat SCS einen super Job nach wie vor gemacht. Grandios hingelegt, das Ganze für ETS. Und hat uns wieder jede Menge Spielspaß beschert. Also zumindest mir. Mir macht das jetzt mit ETS wieder richtig Laune. Ne?
auch ohne großartig Mods jetzt im Spiel zu haben. Also mein Mod-Ordner ist momentan richtig aufgeräumt und leer. Das Einzige, was da jetzt halt drin ist, ist die TSM-Map, die 6.0. Ja, was habe ich noch drin? Ja, den Advisor da unten rechts, dass er kleiner ist. Ja, und die Spiegel ein bisschen angepasst, sprich rechts im Spiel da oben unseren kleinen Spiegel, nicht den großen, den man nur von SCS dann hat, sondern den etwas verkleinerten, damit man da nicht die ganze Windschutzscheibe mit ihm voll hat. Das Ganze eigentlich nur, um es ein bisschen angenehmer vom Bild her für mich zu machen, damit man auch ein bisschen was sieht vom Spiel. Was mir allerdings so aufgefallen ist mit der Map 6.0, es ist ein bisschen heller am Tage, finde ich. Ich glaube, da haben sie wahrscheinlich etwas dran rumgespielt, weil wir fahren ja zum Beispiel ohne Licht im Augenblick. Ich wollte es gar nicht, ich glaube, Skandinavien müssten wir aber eigentlich Licht anmachen. Ich kann es mal zur Sicherheit machen wir mal Licht an. Das kam mir sonst immer so vor, ohne die TSM-Map, als ob man hier auch mitten am Tag im Dunkeln gefahren ist. Das war immer sehr schummrig, fand ich. Das ist jetzt ein bisschen heller. Angenehmer. Da vorne wollen die doch schon wieder Geld von uns, ne? Fahren wir mal durch den Autopass, ne? Vielleicht erwischen sie unser Kennzeichen ja nicht richtig. Vielleicht müssen wir ja nicht bezahlen. Oh, schade, wir müssen doch bezahlen. Sind aber diesmal nur 172. Da geht ja für Schnäppchenpreis in Skandinavien hier. So, weiter Richtung Göteborg und Kalmar. Da waren wir jetzt schon. In Göteborg und in Kalmar waren wir auch. Das ist Kalmar mitten in der wilden Pampa. Kam mir so vor wie eine Straße hin, eine Straße auch wieder raus. Mehr gab es in Kalmar da nichts großartig, auch wenn es von den Häusern und von den Firmenanzahlen doch recht gut ausgestattet war. Da kommt man nicht meckern. Ei. Da hat es nicht mal mehr zum Hupen gereicht gerade. Ja, Selbstmörder-KI würde ich fast sagen. So, dran vorbei hier jetzt. Mann, 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 das war knapp, würde ich sagen. Da hätte uns der Trottel doch fast eine Beule in unseren schönen LKW gefahren. Hat wahrscheinlich nicht in den Spiegel geguckt, war ja freundlich, dass er wenigstens nochmal einmal kurz geblinkt hat. Und dann klebt er uns auch schon fast an der Stoßstange. Aber so ist das, ne? Wenn viel KI um einen rum ist, dann kann sowas auch mal passieren. Da muss man mit rechnen. Wie im wirklichen Leben auch, wenn man fährt, kann es durchaus passieren auf der Autobahn, dass man mal kurz übersehen wird. Ist also eine Simulation, wie im wirklichen Leben, würde ich mal sagen. So, Stockholm ist sogar schon ausgeschildert. Sehr schön. Auch wenn es noch über 500 Kilometer sind. Wir also noch reichlich Kilometer vor uns haben, aber wir merken auch, wir sind schon wieder in Schweden. Na, die Pfeile für die Abfahrten schön in blau-gelb gehalten.
Ich habe immer das Gefühl, die IKEA-Nationalfarben. Wenn einer was in Blau-Gelb sieht, denkt er, glaube ich, immer an IKEA, an das Teelichterparadies. Tja, ihr braucht es nicht sagen. Mir ist es auch gerade aufgefallen. Ich glaube, wir hätten da abgemusst. Naja, kann nicht so schlimm sein. Fahren wir erstmal noch ein Stück geradeaus. 1000 Wege führen nach Stockholm. Und die gute Emily hat uns gerade 800 Euro in die Kasse eingezahlt. Wenn wir dann noch wegen dem Umweg hier jetzt tanken müssten, dann haben wir wenigstens 800 Euro zum Tanken. Das könnte reichen, um den halben Tank dann nochmal voll zu machen. Denn bevor ich mich auf die Tour begeben habe, habe ich in Hamburg auf dem Betriebsgelände nochmal getankt für 83 Cent den Liter. Dachte mir lieber nochmal hier voll machen, als in Schweden für 1,60 € wieder zu tanken. Denn wir simulieren hier ja auch einen Unternehmer. Nicht nur LKW fahren simulieren wir, nein. Wir führen ja auch nebenbei noch eine Firma. Und da müssen wir ja auf jeden Cent so ein bisschen achten. Und wenn man für die Hälfte tanken kann, als hier, ne, wie hier in Schweden, dann haut man sich den Tank natürlich zu Hause nochmal voll. So, wenn ich jetzt blink, zieht er doch bestimmt wieder vor mir raus, ne? Nee, der lässt uns in Ruhe. So, nur aber zügig vorbei. Das Navi sagt, die nächste Ausfahrt gehört uns schon. Und zusehen, dass wir hier noch schnell dran vorbeikommen. Damit wir nicht wieder die Ausfahrt verpassen. Zwei hintereinander wäre auch ein bisschen sehr peinlich, ne? So. Rum mit unserem guten Stück hier. So. Was ist los da vorne? Soll ich für euch mitgucken? Tja, gut, was ist los hier, würde ich sagen. Wie immer. In Skandinavien. Hm. Der blinkt. So, seht zu, da drüben kommt gar keiner. Zumindest gucke ich da jetzt nicht nochmal hin, ob einer kommt. Jetzt fahre ich. So, 10 Stundenkilometer über den Erlaubten. Ich glaube, da sind wir im Toleranzbereich. Na, ist das geil hier. Links die Wälder, rechts der See. Ach ja. Schon toll. Da macht das Fahren über die Landstraßen doch Spaß.
Wollte ihm nur mal kurz sagen, hallo, ich komme, ne? Nur wegen der Sicherheit. Na komm du. Ein Stück schneller geht schon, oder? Ja, lieber doch nicht. Da kommt ja einer. Ja, man muss auch wissen, wann es gut ist und wann es lässt, ne? So, links ist wieder Stockholm ausgeschildert. Das war knapp. Verkehrsschild stehen lassen, sehr schön. Also nach wie vor mit dem Tieflader und Überbreite möchte ich hier nicht unbedingt die Auf- und Abfahrten nehmen müssen. Das könnte richtig eng werden. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier weiter auf die Autobahn begeben, halten wir hier einmal kurz an. Kommt zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Mitfahren. Wenn ja, genau wie immer zum Schluss einer Folge, wenn es euch gefallen hat, dann liked es, kommentiert es, teilt es, abonniert es. Ja, oder disliked es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.